Die berühmteste Partie von Anatoli Karpow ist wahrscheinlich diese. Spielt 1974 bei der Schacholympiade gegen Wolfgang Unzicker, als die Sowjetunion seinerzeit auf Deutschland traf. Und der berühmteste Zug von Anatoli Karpow, das ist wahrscheinlich der, den er in dieser Stellung, in dieser berühmten Partie ausgeführt hat. Und dein Job ist heute, diesen Zug zu finden. Ich würde dich bitten, dir ein bisschen über die Stellung Gedanken zu machen und zu überlegen, was du hier wohl ziehen würdest, in Verbindung mit welcher Idee. Wenn du es nicht kennst, wenn du es doch kennst, dann kannst du ins zweite Kapitel vorstellen und einfach doch mal diese fantastische Leistung genießen, in der Anatoli Karpow den gewiss nicht schwachen Wolfgang Unzicker hat aussehen lassen wie einen Schuljungen. Wolfgang Unzicker, der war über Jahre in den Top 20, Top 30 der Welt, sehr, sehr starker Großmeister. Aber in dieser Partie gegen Anatoli Karpow hatte er überhaupt nichts zu bestellen. Er ist einfach ins Karpowsche Spinnennetz geraten und eingeschnürt worden. Und da war es vorbei, ohne dass er auch nur einen Hauch einer Chance bekam. Ganz, ganz toll. Ja, und ich wollte diesen Zug mal für die Serie Achtung Ausbildung benutzen, den Karpow hier gespielt hat. Denn der ist ja mit einem Motiv verbunden, das einem auch in eigenen Partien immer mal begegnen kann und das man brauchen kann, wenn es darum geht, das verrate ich jetzt, um offene Linien zu kämpfen. Die A-Linie ist hier ein Faktor und mit seinem nächsten Zug beginnt und gewinnt Karpow den Kampf um die A-Linie. Noch schnell eine kleine Geschichte zu dieser Serie Achtung Ausbildung. Ich kriegte nämlich gestern eine ganz interessante Nachricht aus Norwegen. Auf Twitter war eine kleine Debatte, wo man denn wohl die besten positionellen strategischen Schachaufgaben findet für Spieler, die ein bisschen spielen können oder die auch schon ein bisschen gut spielen können, so auf 2000er Vereinslevel. Eben keine Taktikaufgaben, sondern Aufgaben, in denen es darum geht, Pläne und Motive und die richtigen Felder für die Puppen zu finden. Und bei der Gelegenheit habe ich angemerkt, ich habe da diese Datenbank und aus der mache ich diese Serie, Achtung Ausbildung. Und dann kriegte ich plötzlich eine Nachricht von Jon Ludvig Hammer. Großmeister Hammer ist die Nummer 2 Norwegens oder vielleicht jetzt nur noch die Nummer 3, das weiß ich gar nicht. Langjähriger Trainingspartner und immer noch enger Freund von Magnus Carlsen. Und er fragte, ob er die Achtung Ausbildung Datenbank haben kann mit den Aufgaben. Es sind mittlerweile 50 darin und ich habe erst 15 Videos gemacht. Also da ist noch einiges Material. Unter anderem dieses. Das nehme ich jetzt, darum nehme ich das zum Anlass, heute mal wieder in Achtung Ausbildung rauszuhauen. Ja, Jon Ludvig Hammer als Trainer von Magnus Carlsen hat natürlich viele Aufgaben auf, so für Spieler auf dem höchsten Level. Dieses hier müsste man Carlsen nicht zeigen, denn der kennt natürlich die Partie und das Motiv, um das es geht. Aber Jon Ludvig Hammer macht jetzt ein paar andere Sachen. Der trainiert unter anderem die Botes-Schwestern auf deren Twitch-Kanal. Der trainiert auch den norwegischen Nachwuchs. Und dafür war der auf der Suche nach einer Quelle für gute Aufgaben, in denen es um positionelle, strategische Motive geht. Und Jon Ludvig, der kriegt gleich eine E-Mail vom Bodensee und dann kriegt er die 50 Aufgaben aus Achtung Ausbildung. Und wenn ihr demnächst zufällig bei Twitch die Botes-Schwestern seht, wie sie von Jon Ludvig Hammer trainiert werden, dann habt ihr eine sehr gute Chance, die Botes-Schwestern zu sehen, wie sie Aufgaben aus Achtung Ausbildung lösen. Denn ich nehme an, dass der Jon Ludvig sich da das ein oder andere rausziehen wird, das er dann für sein Training benutzt. Er wollte mir die abkaufen, das habe ich dann mal abgelehnt. Ich habe ihm das einfach so geschickt. Ja, ich habe ja diese kleine Kollektion angelegt, aber es sind ja auch nur 50. Also es ist jetzt nicht so das Riesending, aber es ist wahr. Man könnte daraus durchaus ein Strategiebuch machen. Ne? Ich sammle immer weiter. Und einer der Klassiker aus meiner Achtung Ausbildung Datenbank, das ist eben dieses hier. Und die Partie von Anatoli Karpow gegen Wolfgang Unzicker, die schauen wir jetzt, uns jetzt mal an und genießen sie. Und wenn du noch nicht drauf gekommen bist, was Karpow hier zieht oder was du hier ziehen würdest, dann würde ich dich bitten, halt das Video jetzt an, denn jetzt gehen wir in die Partie und schauen sie uns von Anfang an und kommen dann auch an diese Stelle relativ bald und nehmen dann Karpows Zug, den berühmtesten Zug, den Karpow je gespielt hat, unter die Lupe.
Insofern halt's an, wenn du noch nachdenken willst. Ich zeig's jetzt. Ja, es begann mit E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, Spanisch. Dann spielen die das, was seinerzeit und vielleicht auch heute noch die spanische Hauptvariante ist. E7, Turm E1, B5. Ich will das hier jetzt nicht in ein Spanisch-Seminar ausarten lassen, aber es sei angemerkt, dass hier die Schwarzen Wolfgang Unziger spielt hier D6, was natürlich ein guter Zug ist. Heute ziehen die Schwarzen eher 0-0, um noch die Option Marshallangriff, der dann häufig mit D5 gespielt wird, sich offen zu halten oder zumindest dafür zu sorgen, dass der Weiße auch damit rechnen und sich beschäftigen muss. B3, D6, C3, 0-0, H3. Das war 1974 absolut die Ausgangsstellung des geschlossenen Spaniers und das ist bis heute auch eine zentrale Stellung des geschlossenen Spaniers. Unziger spielt hier Springer A5, Läufer C2, C5. Alles schon tausendmal gesehen. D4, Dame C7, Springer BD2. Auch das ist noch eine Stellung, wie sie heutzutage in jedem Turnier, in jedem ist übertrieben, aber sehr, sehr häufig auf dem Brett steht. Ich habe vorhin mal kurz Datenbank gescheckt. Können wir gerade machen. View Online Database. Und dann seht ihr, guck mal, ganz oben steht Magnus Carlsen und Eric Hansen hatten das im Februar 2022 auf dem Brett. Kovaljew, Niemann, Hari Krishna, Fedoseev, Oparin, Zwittler, Vashila, Graf, Veji. Ihr seht, das ist immer noch in der Spitzenklasse eine aktuelle Stellung, die nach wie vor gespielt wird. Allerdings spielen die Schwarzen hier heute eher nicht das, was Unziger seinerzeit gemacht hat, sondern hier ist der schwarze Zug eher C schlecht D. Unziger spielt Springer C6, was ja auch recht logisch aussieht. Er hat seinen Springer nach A5 gefahren, um den C-Bauern freizuräumen. Dann hat er C5 gespielt, um sich hier im Darmflügel auszubreiten. Jetzt spielt er wieder Springer C6 und lässt den Springer ins Zentrum wirken. Der Haken an der Sache ist, dass Weiß die Sache abschließt mit D5. Was den Springer zwingt, sich zu erklären, der geht nach D8 und hat ja auch einen ganz schönen Plan. Schwarz möchte jetzt C4 spielen, hier sich noch mehr Raum abgreifen am Damenflügel und dann hätte der Springer das wunderbare Feld C5, wohin er dann über B7 hoppeln könnte und dann auch hier reingucken. Das wäre ganz gut. Das Problem ist nur, Schwarz kommt nicht dazu. Und es wird sich zeigen, dass dieser Springer auf D8 jetzt eher ein Kind des Todes ist, kann man schon fast sagen. A4. A4 setzt erstmal den schwarzen Darmflügel unter Druck und zwingt ihn, sich zu erklären. Das ist ja fast ein Prinzip beim Schach, ne? Wenn dein Gegner A6, B5 oder A3, B4 gespielt hat, dann befragst du das Ganze mit A4. Und es droht natürlich A schlecht B5, weil Schwarz kann nicht zurücknehmen, denn der Turm hängt. Der A-Bauer ist dann gefesselt. Insofern muss ich Schwarz erklären. Und hier B4 zu spielen wäre ganz, ganz schrecklich, denn das öffnet dem Weißen das Feld C4, wo ein Springer ewig stehen wird und sehr, sehr glücklich ist. Und was auch die schwarze Idee, C4 und dann Springer B7, C5. Konterkariert, das geht dann nämlich nicht mehr. Also B4 wäre schlimm, dann stände Weiß auf Anhieb noch besser, als er es eh schon tut. Turm B8 deckt, sozusagen überdeckt nochmal diesen B5-Bauern, ein bisschen Prophylaxe und geht vor allem aus der A-Linie. Denn jetzt kann, wenn er jetzt Weiß tauscht, was er tut, um die A-Linie zu öffnen, denn die gehört für den Moment jetzt erstmal Weiß, dann kann Schwarz mit dem A6-Bauern zurücknehmen. B4, sehr stark. Wir wissen schon, der schwarze Plan ist C4, Springer B7, C5. So würde Schwarz das weiterspielen, wenn Weiß ihn nicht daran hindert. Und darum ist B4 hier riesig. B4 legt so ein bisschen den Finger darauf, dass der Turm B8 jetzt wirkungslos auf B8 rumsteht. Der macht ja nichts auf der B-Linie und dass auch der Springer D8 sich von seinem Traum nach C5 zu kommen verabschieden muss. Denn wenn Schwarz jetzt C4 spielt, dann ist das Feld C5 trotzdem in weißer Hand und der Springer findet hier keine Route. Weiß lässt das einfach so stehen
Und das hat auch den Effekt, wenn der Springer nach B7 geht, dass der dann halt nicht mehr weitergehen wird. Denn Weiß wird natürlich nie den Fehler machen, auf C5 rauszunehmen. Das wäre schrecklich. Dann steht der Springer auf C5 super und mit einem Mal ist bei Schwarz alles okay. Nein, nein, Weiß macht das, was starke Spieler machen. Sie halten die Spannung. Sie lassen es so stehen. Und Schwarz wird halt niemals hier ein Feld für seinen Springer finden. Und diese beiden sind ein bisschen unglücklich. Weiß hingegen hat Pläne, wie es weitergeht. Springer F1. Ganz typisches spanisches Manöver. Der Springer soll über E3 oder G3 sich nach Möglichkeit hier einpflanzen. Und am Damenflügel lässt es Weiß so stehen. Da kommt Schwarz nicht weiter. Am Königsflügel hat Weiß durchaus Ambitionen. Und es muss ja irgendwo an den Flügeln was passieren, denn das Zentrum hat Weiß mit Raumvorteil für sich abgeschlossen. Läufer D7 entwickelt eine Figur. Läufer E3, Turm A8. Möchte natürlich die A-Linie nicht kampflos aufgeben. Dame D2 verbindet die Türme. Turm FC8. Ist mit einer Drohung verbunden. Jetzt Rot C schlecht B4. Es droht erst Turm schlecht A1 und dann droht C schlecht B4 und Weiß kann nicht zurücknehmen, weil der Läufer auf C2 hängt. Insofern muss Weiß dieser Drohung begegnen. Karpov spielt Läufer D3 und Unsicker spielt prophylaktisch G6, denn er weiß ja, es wird wohl ein weißer Springer auf G3 auftauchen. Dann ist es gut, diese Felder zu kontrollieren. Vielleicht an einem sehr guten Tag kann Schwarz auch hier mal einen Hebel ansetzen mit F5 und selbst am Königsflügel aktiv werden. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Springer G3. Läufer F8. Stellt den Läufer etwas flexibler hin, ne? Wenn man hier sich schon dieses Dreieck baut, dann fährt der Läufer dann nach G7. Turm A2. Ja, und hier hat Unsicker es nicht mehr so richtig ausgehalten, kann man sagen. Es ist schwierig für Schwarz, was Konstruktives, was Aktives zu finden. Und Unsicker hat hier C4 gespielt. Und das führt natürlich dazu, dass er jetzt wirklich in seinem eigenen Saft schmoren will. Weil jetzt ist hier alles abgesperrt. Schwarz hat keine guten Felder, hat unglückliche Figuren. Und Weiß hat quasi am Königsflügel freie Hand. Es ist aber schwierig, hier eine Alternative zu finden. Also wenn er versucht, auf der C-Linie irgendwas zu machen, hier einmal tauschen und dann mit der Dame rein zum Beispiel, dann ist Dame B1 sehr stark. Ein ganz kleiner, also Dame C3, mit Doppelangriff auf B4 und den Läufer auf D3, dann ist Dame B1 sehr stark. Das deckt beide und es bleibt dabei, der Springer hat kein Feld. Der Läufer, der Weißfeldige, ist mittlerweile auch eine traurige Gestalt. Der hat einen Job, nämlich seinen B5-Bauern zu decken. Auch der Läufer F8. Ja, macht halt auch nichts. Und die C-Linie, von der kann sich Schwarz auch relativ schnell verabschieden. Denn mit Dame B1 hält Weiß hier alles zusammen und als nächstes soll Turm C1 kommen. Und so viel dazu, dass Schwarz denkt, er dringt irgendwie ein. Trotzdem ist das vielleicht noch relativ besser als das, was Unsicker in der Partie gespielt hat. Er macht hier C4 und das führt halt dazu, dass für Schwarz jetzt gar nichts Aktives mehr zu sehen ist. Er muss natürlich auch mit dem teuflischen Zug rechnen, der ihn hier erwartete. Das ist die Stellung, die wir am Anfang der Partie gesehen haben. Und es ist natürlich, Schwarz hat kein richtiges Spiel und hat keine Ideen, aber die Stellung ist sehr geschlossen. Auch Weiß muss erstmal sehen, wie er weiterkommt. Und mit Dame D8 droht ja Schwarz Turm schlecht A2 und dann Turm A8 und sogar den Kampf um die A-Linie zu gewinnen. Also das ist jetzt durchaus auch eine aktive Option für Schwarz zu sehen oder eine konstruktive Option, der Weiß in irgendeiner Weise begegnen muss. Und hier so einen natürlichen Zug wie Turm EA1 und die Sache auf der A-Linie klarstellen, das kann Weiß nicht machen, weil dem steht halt der Läufer B1 im Weg. Insofern, Weiß braucht was anderes. Ja, und Karpov spielte hier einen Zug, der um die Welt ging und der seitdem das Schnarchen im Hintergrund, Entschuldigung, das Schnarchen im Hintergrund sind übrigens meine Hunde, die gerade ihren Mittagsschlaf halten. Ich glaube nicht, dass ich das vollständig rausfiltern kann, das werdet ihr wahrscheinlich hören.
Das sind hier zwei ganz wunderbare Boston Terrier, die mit mir im Büro liegen. Und während ich Karpov versuche, euch mit Karpov versus Unziger zu fesseln, sind die Hunde nicht ganz so gespannt und schnarchen munter vor sich hin. Ja, Karpov hat hier einen Zug gespielt, der ging um die Welt und den kriegen seitdem Schachschüler, Schachstudenten vorgesetzt oder sollen ihn finden. Der Zug ist Läufer A7. Das sieht ein bisschen widersinnig aus, denn es geht ja um Kampf um die A-Linie. Und was macht Karpov? Er macht die A-Linie zu. Die Idee ist, diesen Läufer sozusagen als Blockeur, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Mit diesem Läufer die A-Linie zu blockieren, sodass Schwarz hier sich nicht entlasten kann oder sogar selbst um die A-Linie kämpfen oder sie besetzen kann, sondern Weiß macht erstmal dicht, sperrt die A-Linie ab und Schwarz kann auch diesem Läufer nicht zu Leibe rücken, weil das hier halt alles ein bisschen unglücklich rumsteht. Schwarz kriegt keinen zusätzlichen Druck auf den A7, während Weiß jetzt alle Freiheiten und auch alle Zeit hat, sich auf der A-Linie zu verdoppeln oder sogar zu vertrippeln und dann die A-Linie zu besetzen. Läufer A7 ist vielleicht Karpovs berühmtester Zug. Ist nicht spektakulär, ist nicht so ein Einschlag, so ein Reinprügeln, sowas Taktisches, aber ein strategisch sehr, sehr tiefer und unheimlich effektiver Zug. Mit Läufer A7 gewinnt Weiß den Kampf um die A-Linie, denn er wird sich jetzt hinter diesem Läufer verdoppeln oder sogar vertrippeln. Und Schwarz muss jetzt wieder sehen, was soll ich denn eigentlich machen? Springer E8. Läufer C2, Springer C7, Turm EA1. Und schon ist Weiß verdoppelt. Dame E7. Läufer B1. Es ist hier keine große Eile. Läufer E8, Springer E2. Der wird sich gleich offenbaren. Springer D8. Springer H2. Auch ganz typisch, ne? Im Zentrum steht Weiß besser. Darmflügel steht Weiß besser, hat Schwarz unter Druck, hat Schwarz eingeschnürt. Schwarz hat nicht richtig Ziele, Pläne, Ideen vorzugehen. Und Weiß macht jetzt eine neue Front auf. Weiß will jetzt F4 spielen. Boah, der Hund, der schnarcht ganz schön laut, ne? Aber ich kann den jetzt nicht abstellen. Es tut mir leid. Das ist jetzt ein Schnarchvideo, da müssen wir durch. Bisschen leiser schnarchen. F4, neue Front aufmachen. Auf G7. Tja, da ist er schon, F4. Und auf F4 rauszunehmen, ist ja vielleicht noch am relativ besten. Entschuldigung. Der Hund braucht seinen Schlaf. Auf F4 rausnehmen ist vielleicht noch relativ am besten. Man könnte meinen, ist das nicht sogar sehr gut für Schwarz. Im Sinne von, hier geht die Diagonale auf und so. Aber tatsächlich freut sich eher Weiß über das Feld D4, mit dem er operieren kann, das ihm jetzt zur Verfügung steht. Und mittelfristig auch über die F-Linie, die jetzt offen ist und auf der er Weiß zu Spiel kommen wird. Trotzdem ist, weil es ist halt schon ein Spiel auf ein Tor und Schwarz braucht irgendwas Aktives, trotzdem ist EF4 wahrscheinlich noch am relativ besten, um zu versuchen, irgendwo ein bisschen was Aktives zu finden. Unziger wählt hier stattdessen die, ja, sagen wir so, die Schildkrötenstrategie. Ne? Er will jetzt auch am Königsflügel einfach alles zusammenhalten und setzt darauf, dass das Weiß nicht reinkommt. Ich muss lachen, Entschuldigung. Aber der Hund schnarcht so laut und ich bin wirklich schon gespannt darauf, wie sich das gleich im Audio anhört. Hunde schnarchen. Vielleicht stelle ich euch noch ein Foto von dem schlafenden Hund ins Video. F5. Okay, dann macht Karpov halt am Königsflügel auch zu. Und will auf der ganzen Breite des Brettes die Partie dominieren.
Und hier ist vielleicht jetzt so quasi letzte Chance für Schwarz, noch ein bisschen was Eigenes zu finden. Springer F7 ist hier eine Idee. Springer F7 und dann Läufer H6 zu spielen und auf die Art und Weise irgendwie mal eine aktive Aufgabe für eine eigene Figur zu finden. Zumindest ändert ja nichts daran, dass Weiß hier riesig steht, aber Unziger spielt hier G5. Und das ist einfach das Zugeständnis von Schwarz. Ich stehe total perspektivlos. Ich stehe am Damenflügel im Zentrum, am Königsflügel schlechter. Aber ich vertraue darauf, dass du nicht richtig reinkommst und dass es irgendwie zusammenhält und dass ich vielleicht mit einem halben Punkt davon komme. Ja, und dieses Vertrauen, das war fehlgeleitet. Aber es ist natürlich wahr. Weiß ist jetzt hier voranmarschiert und es ist jetzt alles wieder ineinander verkettet. Und wie soll denn Weiß überhaupt reinkommen? Grabow gibt darauf eine sehr, sehr überzeugende Antwort. Läufer C2. Die Idee ist, Läufer H5 hier einzudringen. Wer neulich die Partie von Vincent Keimer gegen Grigori Oparin aus der Bundesliga gesehen hat, dieses Keimer ohne Worte zurücklehnen und genießen, die hat auch so ein ähnliches Motiv. Da ging hier auch ein Loch auf und Keimer hatte den Gegner eingeschnürt. Und jetzt setzt sich der Läufer von B1 in Bewegung. Der ist natürlich sehr unglücklich hinter seinen Bauern, die jetzt auf Weiß festgelegt sind. Setzt sich in Bewegung, will über D1 auf H5 eindringen. Läufer F7, Springer G3, Springer B7. Schwarz, ja, Schwarz zieht halt hin und her. Das ist alles nicht so richtig konstruktiv, aber was soll er machen? Er hat hier halt zwei Reihen und er muss ja einen Zug machen, wenn er dran ist. Läufer D1, während Weiß eine ganz klare Idee hat. Ja, auf den weißen Feldern einsteigen. H6, Läufer H5, da ist er schon, Dame E8, Dame D1. Springer D8. Turm A3. Weiß hat's nicht eilig. Weiß kann jetzt in aller Ruhe noch den Unziger mitteilen, ja, du musst damit rechnen, dass ich hier versuche, auf den weißen Feldern am Königsflügel einzusteigen. Du musst aber auch mit der Vertripplung auf der A-Linie rechnen und am Ende steige ich da ein. Weiß kann sich's halt aussuchen. Weiß dominiert auf der gesamten Breite des Brettes und der Top 20, Top 30 Spieler Wolfgang Unziger sitzt halt wie ein Schuljunge da und muss zugucken, wie seine Stellung abgeschnürt und wird und wie Karpov auf den Würgegriff immer weiter verstärkt. König G8. Springer G4. Achtung, Taktik. Auf H5 hängt keine Figur. Läufer H5, Springer A5, Dame H5, Weiß am Zug gewinnt. Genau, Abzugssache. Springer schlägt F6. Insofern König F8, das nimmt diese Drohung aus der Stellung. Und Weiß spielt Springer E3. Und das bereitet auch schon ein wenig den Schlussakkord vor. Weiß dringt jetzt mit der Dame ein. D8, Dame G6. Und das Problem ist, wenn Schwarz rausnimmt, na, das meinte ich mit dem Schlussakkord, darum steht der Springer auf E3. Schwarz kann schlecht die Damen hier vom Brett nehmen, denn dann dringen hier beide Springer ein. Und dann werden hier Bauern umfallen, weil ja der Läufer auf G7 hängt. Und dann geht es den Bach runter, auch nach Bedarf. Bei Bedarf holt sich Weiß halt auch immer noch die A-Linie, indem er seinen Läufer auf A7 zurückzieht und sofort mit den Türmen eindringen kann. Und Schwarz kann nichts dagegen machen, denn er kann sich seinerseits nicht auf der A-Linie verdoppeln. Also Dame schlecht G6 geht nicht so gut. Unziger spielt hier noch König F8 und dann kam Springer H5. Und Schwarz gab auf, bei gleichem Material. Es hängt jetzt der Läufer E7. Es hängt jetzt der Bauer F6. Wenn Schwarz mit dem Tausch, das haben wir schon, sich hier versucht aus der Affäre zu ziehen, dann steigt halt ein Springer auf F5 ein und dann hängt der auch noch. Und es gibt auch für Schwarz überhaupt keinen Ausweg. Das müssen wir jetzt gar nicht in allen Varianten. Es liegt auch noch, dass wenn Schwarz nicht tauscht, liegt auch noch Springer G4 in der Luft. Hier fällt was um. Und dazu gehört dem Weißen noch die A-Linie nach Belieben, dank seines wunderbaren Läufer A7. Vielleicht eine schöne Trainingsaufgabe. Sucht euch mal die Partie Karpov gegen Unziger, die ist auch in der Lichess-Datenbank.
geht zur Schlussstellung mit Springer H5, die Stellung, wo Unzika aufgegeben hat, und gewinnt die Stellung mal gegen Stockfisch. Warum ist eigentlich mein Stockfisch eingeschlafen? Ich sehe gerade, der läuft hier gar nicht mehr. Der Cloud Stockfisch hat sich verabschiedet. Denn ich wollte gerade sagen, Stockfisch bewertet diese Stellung mit plus 10, nur nicht dieser. Okay, das ist heute wirklich ein Video mit einigen Problemen. Die Hunde schnarchen. Twitter meldet sich. Und die Cloud Engine verabschiedet sich, aber da ist er wieder. Die Engine ist schon bei plus 10 hier, so gut ist die Stellung, obwohl das Material noch gleich ist und obwohl jetzt nicht direkt was umfällt. Unzika hat hier aufgegeben, sehr zu Recht, weil er steht total auf Verlust, aber das ist vielleicht eine schöne kleine Übung für euch. Nehmt mal diese Stellung, lasst Stockfish sie verteidigen und gewinnt sie mit Weiß gegen den Rechner. Es ist plus 10, es müsste euch gelingen. Und dann könnt ihr euch auch in allen Verzweigungen davon überzeugen, dass hier die schwarze Sache komplett hoffnungslos ist. Ja, das soll's gewesen sein. Eine der berühmtesten Partien von Anatoly Karpov. Wahrscheinlich der berühmteste Zug von Anatoly Karpov. Verbunden mit einer kleinen Aufgabe für euch. Achtung Ausbildung, denn dieses Motiv, die A-Linie sperren und dann hinter der eigenen Leichtfigur auf A7 verdoppeln, das kann man selbst immer mal anwenden. Und das sollte man kennen und mal gesehen haben, das wird einem in der Praxis helfen. Und ich glaube, damit soll es für heute das gewesen sein. Das ist das, was ich für den Moment anzubieten habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt die Sonne. Bis bald auf diesem Kanal. Macht's gut.